Hallöche, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Bauer und ja, gönnt euch eine Runde, viel Spaß. So, wir haben letzte Folge diesen komischen Zug hier hingefahren, diesen Kesselwagen. Haben jetzt natürlich die ultimative Möglichkeit, hier irgendwas Neues uns anzunehmen, sag ich mal so. Aber ich wollte mal ganz kurz gucken, was das hier für eine Fracht ist. Aber da müssen wir darüber. Und Windmühlen könnten wir auch nochmal. Aber wir sind ja jetzt hier in... Was, wir sind ganz nach Belgien gefahren? Ich wusste davon nichts. Okay. Kann man ja machen. Aber hey. Aber hey, Leute. Ah, Mann. Nun nimm das. Digga. Okay, cool. So, fahren wir jetzt nach... in die Schweiz oder fahren wir in die Vereinigten Staaten... ins Vereinigte Königreich? Leute, ich kann mich nicht entscheiden. So viel Auswahl, Mensch. Oh, wir fahren die Tour erstmal, glaube ich. Nach Frankreich. Ja, lass uns das mal was ganz Entspanntes nehmen hier. Okay, cool. Wo ist das Ding? Das steht bestimmt nicht hier, ne? No, ich wusste. Wie ich das wusste, hey. Je m'appelle Henning. Oh ja, oui, oui. Je m'appelle Bauer LP. Okay, das ist auch so das Einzige, was ich noch kann. Gasgrün! Oh joho! Digga, ich wollte gerade sagen, wenn du mir jetzt dafür abziehst, ne, dann knall ich dem Spiel eine, ey. Okay, gib Kit. Ja! 100! Hier darf ich 100 fahren. LKW, Gas! Gas. Dann muss ich jetzt in irgendein anderes Dorf, oder wie? Irgendein anderes Kuhdorf? Oh! Okay, geil, wir fahren eine Leerfahrt, Leute. Hey, wer hätte das gedacht? Ist doch geil, Liege. Ja, auf die Gartenliege könnte ich mich jetzt auch legen, ne? Wie warm ist denn das bei euch so? Also hier ist es ganz gut warm, muss ich sagen. Ach, ja, so, hier muss ich runter. Oh, ich sollte bremsen. Oh, okay, cool. Wollte mich nur nicht auf die Seite legen, weil das wäre natürlich schon nicht so cool, ne? Ah, ich habe mich ja noch gesaved. Gesaved. Oh, was? Der Fahrer wird müde? Hm, sowas Blödes. Hoi. Die Bremsen, die gehen aber auch. Mensch. Mensch, du, das funktioniert ja. Grün! Fahren! Fahren Sie jetzt! Wow. Schaffe ich das? Oh nee, das wird ein bisschen knapp. Ein bisschen knapp. Oh. Halleluja! War das knapp. Eieiei. Oha, war das knapp. Ah, ich kann schon wieder nicht fahren, ne, Leute? Ich kann schon wieder nicht fahren. Unglaublich. Aber the true. Truth. Ach, wo ist denn hier dieses komische Logo? Ist das echt das hier? Ja. Rampabam. Stopp. Geil. Okay, taken wir diese Fracht. Wir spielen jetzt Let's Take a Fracht, Leute. Und Let's Take this one over here. From the trailer of the trailer of the trailer. Digga, hör mal auf, so viel Luft zu lassen. Na. Nachher stinkt das noch. Stopp! Batz. Okay, cool. Jetzt haben wir... Oha, haben wir Trailer drauf. Wir haben einen Trailer. Warte mal, wir haben einen Trailer auf einem Trailer auf einem Trailer.
Ja, ist auch cool. Gefällt mir, so. Hier wird auch natürlich auch alles frei sein, ne? Na klar. Och, Diggi. Ist das your Ernst? Oh nein! Ich hänge fest. Nicht weit genug ausgeholt. Scheiße. Scheiße! Okay. Leute, es geht weiter auf die wilde Reise nach Mexiko. Nee. Nach wohin fahren wir? Ich weiß es nicht. Ja, nach Frankreich wollten wir. Genau. Nach Frankreich. Oh, jetzt habe ich mir meinen Kopfhörer rausgezogen. Geht auch nicht. Ich habe übrigens immer noch keine neuen, ne? Das nervt mich richtig. Ich habe noch keine coolen gefunden, Leute. Und aber einige hatten irgendwelche Arten auch coole Vorschläge gemacht, muss ich sagen. Das habe ich auch alles gelesen. Nicht, dass ihr denkt, ich übersehe das, auch wenn ich nicht ganz, ne, vielleicht mal nicht so schnell geantwortet habe. Alter, aber die gefallen mir irgendwie alle nicht so. Also, auch die, die ich irgendwie mal gefunden habe. Oh, Digga, ist das dein Ernst? Ich überhole dich jetzt, ne? Ist dir schon klar? Okay, vielleicht auch nicht. Schade. Nee, aber die gefallen mir irgendwie nicht so und ich muss da mal irgendwie gucken, dass ich da mal irgendwie was, sag ich mal so, finde, ne? Also, das wäre vielleicht ein bisschen cool. Weil es nervt mich immer nur auf einem Ohr zu hören. Also, ich meine, wenn ich morgens mit dem Bus fahre oder mit der Bahn oder so, ich habe immer nur einen Kopfhörer dran. Aber jetzt, wenn ich beispielsweise so aufnehme oder so, sind halt zwei echt extrem geil und viel, viel besser. Okay. Wir sind übrigens ins minus 14.000 gerutscht. Also wir sind auf dem steigenden Ast. Also wir bauen unsere Überstunden relativ gut ab, muss ich sagen. Also ich bin doch echt... Ah, ich sag mal so, ich bin begeistert. Also das kann man schon mal so machen, sag ich mal. Also es geht schon gut. Sollen der will jetzt hier abbiegen oder was? Verpiss dich doch. Dit, dit, dit. Alter Leute, warum muss ich jetzt so oft gehen hier? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Mensch, das kannst du doch nicht machen. Ich bin außerdem gar nicht müde, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ach, der Power, der ist so müde, der geht immer so viel bei Oha, seinen ETS-Aufnahmen. What? Ach Gott, Leute, komm, wir tanken noch mal eben. Wir tanken noch mal ein bisschen. Und stopp. Alter, wie perfekt das einfach war. Holy crap, nee, Musikplayer wollte ich jetzt nicht haben. Also ich finde, es muss jetzt nicht sein, ne? Also Musikplayer hin oder her, aber ich finde, der muss jetzt nicht so unmittelbar sein. Okay, ich habe mir jetzt nicht ganz voll getankt. Aufgrund der Schulden. So. Wie immer auch diese Baustelle, die vor meiner Tür ist, nervt, ne? Wie die einfach die ganze Zeit mit Presslufthammer da unterwegs sind. Beziehungsweise mit dem Rüttler. Und mit dem Radlader, ey. Mega nervig, ich kann auch nicht mal in Ruhe aufnehmen. Ich beschwere mich gleich bei denen. War ein Scherz. Als ob die irgendwelche Rücksicht auf mich nehmen. Oder auf andere. Je nachdem. Rücksicht für die Stadt. Aber irgendwann müssen sie es ja machen, ne? Sonst ist es auch doof. Was auch immer die da machen, ich weiß es selber nicht. Keine Ahnung. Letztens haben sie irgendwie die Rohre durchgepustet. Also die Wasserrohre. Oder die Kanalisation oder was auch immer. Seitdem läuft das Wasser bei uns auch wieder besser aus dem Waschbecken raus. Tja, was aber genau die Team gemacht haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur Wasser durchgepustet. Also, Wasser durchgepustet allein, ne? Wenn ich da schon doch jetzt gerade selber drüber nachdenke. Nein, halt Wasser durchlaufen lassen. Ja. Okay. Jetzt habe ich auch alles gesagt, Leute. Ihr habt
alle verstanden, hoffe ich. Gut, dann können wir jetzt die Folge an dieser Stelle beenden, würde ich sagen. Nee, aber die 10 Minuten sind echt schon um. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann drückt mir gerne ein Träumchen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr würdet meinen Kanal damit auch, würdet meinen Kanal damit natürlich auch unterstützen, dass wir vielleicht noch ein bisschen wachsen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn das funktionieren würde. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, bleibt dabei und ja, ladet vielleicht auch noch ein paar Freunde ein, je nachdem, auf was ihr Bock habt, Leute. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Hau dir rein. Ciao, ciao.